Yo, herzlich willkommen zu Dreiviertel vor Ausgangsverbot und zu Stay Live beim der Musiksendung vom ZDF. Ne, wo sind wir eigentlich hier? Nee, so machen wir das nicht. Genau, 23. Folge Plattenfroster Television, Television. Genau, hier, heute. Heute, hier. Genau, und obwohl unser Testballon an der dritten Corona-Welle zerplatzt ist, wir hätten eigentlich Shelter aus Lyon am Start gehabt, mit irgendwie spacigen Math-Rock, progressiver Rock und so weiter, findet nicht statt, auf unbestimmt verschoben, wie so vieles seit Corona. Ja, hallo Stefan. Hi, du Felix. Du bist wieder da. Ja. Ne? Von der Woche warst du nicht da. Ja, genau, so ist das manchmal. So ist das manchmal. Ja. Ne? Auch das war Corona und so, ne? Ja. Sprechen wir nicht weiter drüber. Genau, statt Shelter und Math Rock konnten wir Dieterich von Euler Donnersberg für unsere Sendung gewinnen. Ist stabil. Stabil, aber auch echt eine ganz andere Geschichte. Der alte Knurrhahn mit seinem Knarzebrettchen knurrt und knarzt, ist das Motto. Ja. Es hört sich vielleicht ein bisschen gruseliger an, als es ist. Ihr dürft gespannt sein. Kunst kommt von Köln. Ja, genau, richtig. Ja, außerdem haben wir Professor Thomas Krüger von der Hafen City Universität in Hamburg hier und reden über Stadtentwicklung, Clubkultur und Strukturwandel. Ist auch einiges los. Und um hier ganz durcheinander zu kommen, haben wir bei Russ Never Sleeps wieder Udo Cimutta da und der redet über Radar. Ja, geil. Danach ist das Gespräch vorher benannt. Ne? Genau, der erzählt ein bisschen, wie das eigentlich funktioniert und was man da alles so machen kann. Und dass es noch geht. Und dass es noch geht, also zumindest hier. Ja, hier geht's noch. Ja, also hier geht's, woanders geht's hoffentlich auch. Ja. Sonst gibt's ein paar Zusammenstöße gelegentlich wahrscheinlich. Voll. Ja, und aus dem Medienarchiv ist eine wilde Mischung zwischen 99 und 2012 aus Amsterdam, Stettin, Rostock, Hamburg. Auch genremäßig einfach nur quergeschossen und durcheinander gewirbelt. Viel Spaß auch dabei auf jeden Fall. So. Ja, das muss aber auch sein auf jeden Fall. Ja. Genau, wir sagen allen Supportern, die heute mitstreamen und crossposten etc. pp. Ganz, ganz herzlichen Dank und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Super. Und ich würde sagen, kann auch losgehen, ne, ich oder? Ich würde an eurer Stelle, wenn ich euch wäre, dann irgendwie Vollbild oder zumindest mal irgendwie laut machen oder irgendwie gute Anlage also oder Vollbild Kopfhörer so. Und laut eigentlich auch. Genau. Also ein bisschen Kultur reinziehen ist jetzt die Möglichkeit. Einen geilen Drink hinstellen, Geist auf Wach schalten und dann kann es auch schon losgehen. Erste Runde ist mit Wonga aus aus Deutschland, aber die haben in Stettin gespielt. 2009, feiner Space Rock, schöne 8 Minuten Gleitschirm und sowas, ne? Genau. Ja. Sagen wir mal, los geht's und viel Spaß, ne? Bis später. Thank you.
Ja, eine neue Folge Radar. Wir haben heute hier Professor Dr. Thomas Krüger von der HCU in Hamburg. Sie beschäftigen sich mit Stadtplanung, Projektentwicklung und Projektmanagement in dem ganzen Bereich. Und wir wollen heute weiter darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, aktuelle Musik in der Stadt überhaupt haben zu können. Mhm. Was das eigentlich heißt für, wo sind die Clubs, wo leben die Menschen, wo kann was stattfinden, was passiert so. Und ich habe mal ein paar Schlagworte rausgesucht, die in Hamburg gerade steil gehen, sage ich mal. So das Branntweinmonopol, die Schilleroper, die Sternbrücke, Schanzenbrücke, Holstenareal, Paulihaus. Hier die Hafen City mit dem Sprung über die Elbe rüber, der kleine Grasbrook, was dort passieren soll. Kürzlich ein ganz witziges Bild gesehen, da wurde hier schon die Fahrradbrücke eingezeichnet und die Stublitz noch, war noch dahinter. Das heißt, wir könnten nie wieder rausfahren. Genau, und auch die Leerstände in der Mönckebergstraße, Galeria Kaufhof und Karstadt. Ist einiges los zurzeit? Ja. Wie beobachten Sie das so? Naja, wir haben ein ganz großes Problem in der Hamburger Innenstadt, in der klassischen Innenstadt mit Mönckebergstraße, Spitaler Straße, mit den großen Boxen, die wir in der Form wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr brauchen. Und gleichzeitig ist die Innenstadt in Hamburg ganz, ganz stark eigentlich nur Büro. Büro und Einzelhandel. Ja. Und beide sind in einer schweren Krise. Nein, nicht in der Krise, die sind in einem starken Veränderungsprozess. Und wir müssen uns für die Hamburger Innenstadt, die ist besonders stark betroffen unter den bundesdeutschen Städten, weil sie besonders modern war, besonders erfolgreich. Das Moderne ist aber jetzt schon nicht mehr modern. Ne? Ja. Alles voller Filialisten, alles große Boxen, ja. Ganz toll, gute Immobilienanlagen, hohe Mieten. Das ist nicht in der Krise, das ist, ich würde nicht sagen am Ende, aber wird sich deutlich verändern müssen. Der Innenstadt-Einzelhandel, der ja sozusagen das Tagespublikum geprägt hat und danach war nichts mehr, gar nichts mehr. Sie können ja nicht mal in der Hamburger Innenstadt irgendwo nett essen gehen. Ja. Es gibt vielleicht einen, der kann, aber nicht im zentralen Bereich. Auch nicht in einem Kaffeehaus sitzen. Das gibt es auch nicht mehr. Ja. Und es gibt keine Clubs. Es gibt keine. Aber die gab es da noch nie. Also so oh, quasi. Doch. Es gab mal welche. Also nicht ganz so in dem Stil, die Sie wahrscheinlich bevorzugen würden, aber es gab traditionelle Clubs. Ja, es gab ein Kino, das jeden Abend um 23 Uhr Diva gespielt hat. Jeden Abend. Und die Bude war voll. Okay. Das gab es auch. Also, aber es gab traditionelle Weinhäuser, wunderbar, wo man auch in irgendwelchen Kellerkatakomben sitzt und Wein schlürfen kann vom Feinsten. Also es gab doch gediegene, schöne Orte, Nischen. Und die sind natürlich alle verschwunden, weil sich die Filialisten im Einzelhandel durchgesetzt haben und die starken Büromieter. Und wir haben eine Monostruktur von beiden Nutzungen. Und das wird in der Zukunft nicht mehr tragen. Wir brauchen wirklich Innovation, wir brauchen was Neues, wir brauchen Kultur, wir brauchen Begegnung, wir brauchen Leben am Tag und nicht nur Konsum in der Innenstadt. Und auch, wie kann ich mir das in der Nacht vorstellen? Ich meine, wir reden sehr stark oftmals, also wir sind das ja gewohnt, dass Konzerte finden in der Nacht statt, Clubkultur findet in der Nacht statt. Auch dort ist ein anderer Modus unterwegs, wie bei den 9-to-5-Workern, die dann abends schon schlafen gehen wollen oder sowas, um wieder am nächsten Tag fit zu sein. Na, ganz so ist es ja auch nicht. Da gibt es ja auch noch andere, auch gerade in der Büroszene. Nein, aber es ist natürlich kein Angebot da. Die starken Nutzungen haben die Schwachen verdrängt. Und gleichzeitig wäre die Innenstadt natürlich eigentlich ein ganz cooler Ort, wo Dinge passieren können, die woanders gar nicht erlaubt sind. Ja. Weil die Innenstadt ist eigentlich ein Ort, wo viel los sein soll. Und wo übrigens auch wenig gewohnt werden darf. Richtig rechtlich nicht. Also gerade Mönckebergstraße, Spitaler Straße, das sind sogenannte Kerngebiete, wo sie höchstens eine Hausmeisterwohnung haben dürfen. Also sie können eigentlich keinen stören. Die Probleme, die gerade Musikclubs und andere Nutzungen haben, die in der Nähe von Wohnen sind, wo dann die Bewohner sagen, nee, also jetzt ist mal gut, so möglichst ab 22 Uhr, wo es bei ihnen eigentlich erst losgeht. Diese Probleme haben wir in der Innenstadt nicht. Ja. Die Innenstadt wäre eigentlich der ideale Ort für ein vitales kulturelles Leben und zwar 24/7, also eigentlich rund um die Uhr. Und genau das findet da gar nicht mehr statt. Und das könnte ein wichtiges Element sein, die Innenstadt sozusagen als Ort auch, sag mal, nicht unbedingt von Thalia-Theater, nichts gegen Thalia-Theater und andere etablierte Einrichtungen, aber die als Orte für Kultur, auch für innovative Kultur, für lebendige Kultur, für Straßenkultur wieder zu nutzen. Nicht wieder, so war sie ja mal. Die Städte sind entstanden als Marktplätze, ja, wo Dinge passierten, die sonst nirgendwo passierten. Da waren die Gaukler, die Marktschreier, Shakespeares Theater ist ein Straßentheater gewesen. Und das ist alles jetzt geordnet und gefiltert und aufsortiert. Und ich denke, die Innenstadt wäre ein idealer Ort,
zumal sie es jetzt braucht. Sie braucht Innovationen, sie braucht Erlebnisse, sie braucht was Neues. Ein idealer Ort auch für Kultur im weitesten Sinne oder auch Kulturwirtschaft, für Kreative, die Dinge machen können, die dort niemanden stören. Leider ist ja, das heißt leider, ist toll für die Viertel, für Pauli und andere, dass da sich die Szene konzentriert, nur da gibt es natürlich jede Menge Konflikte. Ja, und die stehen, ich wollte gerade sagen, die stehen total unter Beschuss. Also man sieht ja auch, also in, wo der Neubau noch ranrückt, nachverdichtet wird, irgendwie Luxus saniert wird. Und der alte Club, der hier seit 30 Jahren vielleicht da ist, so gerade geht es noch, nachsaniert, rangerückt auf 5 Meter. Dann ziehen Leute ein mit anderen Vorstellungen vom Leben und von, mit anderen Geldbeuteln. Und dann wird es ziemlich eng so, auch in St. Pauli. Und Hamburg ist es sowieso sehr konzentriert drauf. Man hat Pauli Schanze, ein bisschen Altona. Und der Rest ist eigentlich Wohnen, Büro, Arbeiten, Leben, Familie, Konsum so, oder? Ja, aber das ist in anderen Städten ja nicht anders. Ja. Also, da gibt es bestimmte Viertel, wo sich eine bestimmte Szene konzentriert. Das ist ja auch okay, das ist gut. Das gibt Reibung und es gibt immer wieder Konflikte. Das ist natürlich schwer für eine Stadt, damit umzugehen, weil die Möglichkeiten, das zu organisieren, so dass das nebeneinander gut funktioniert, sind relativ gering. Es ist Reibung da, es ist Konflikt und den kann man nicht endgültig lösen. Man könnte natürlich was versuchen, sozusagen mehr Experimente, mehr befristete Nutzungen zuzulassen, die, sagen wir, die Grenzen überschreiten und was Neues machen. Nur das sieht im Moment das Planungs- und Baurecht nicht vor. Es gibt keine Experimente. Es wird von vornherein verhindert, dass es zu Konflikten kommt. Das ist die Rechtsposition. Vermeidung von Konflikten. Und im Ende deshalb haben diese Nutzung so große Probleme, weil klar, wenn man Musik macht, dann macht man Musik und das ist mit Geräusch verbunden. Und es ist nicht nur die Musik, die das Geräusch macht, ja, sondern Menschen, die in Bewegung sind. Also ja. Ich denke, oftmals ist das viel, der viel größere Punkt dabei. Also Leute, die kommen, wenn 200, 300 Leute irgendwo hingehen und die gehen dann später wieder zu einer Uhrzeit, dann bringen das alle mit rumrum. Ja, und die gehen auch öfter mal rauchen und sowas und all diese Dinge und die unterhalten sich draußen weiter. Das ist so und das gehört zur Stadt. Das ist elementar wichtig für die Stadt, gerade für eine große Stadt, die auch ein wirtschafts- und kreativer Schwerpunkt ist. Das braucht neue Impulse, das braucht auch die Provokation, das braucht die Neuerung, das braucht internationales Publikum. Das ist alles sehr, sehr wichtig für die Stadt. Und das macht sie ein Stück weit aus. Weltoffenheit heißt, kann ja nicht heißen, wir handeln nur weltweit, sondern wir sind offen für die Welt und lassen sie auch geben ihr in der Stadt Plätze. Nur, da gibt es bestimmte Grenzen, da muss man dran arbeiten. Vielleicht auch mehr informell, dass sie aufgeweicht werden, dass man Kompromisse findet. Aber ich denke, die Innenstadt, wie gesagt, ich will das hier nicht verkaufen, aber die Innenstadt wäre eigentlich ein Ort, darüber könnte man mal nachdenken, ob man da nicht mehreren Initiativen, dass man eine Infrastruktur schafft, dass eine Szene sich entwickeln kann. Im Moment ist es natürlich wirklich nicht so sonderlich spannend. Nee, nicht. Und das ist auch, also momentan hat man auch das Gefühl, entweder gibt es Stillstand oder eben diesen Verdrängungsprozess, der schon lange, es gab ja diese Initiative, wem gehört die Stadt? Die war 2010 oder sowas, auch damals aus dem alten, oder wo das Gängeviertel frisch am Start war, so, wo einiges ging, Leute mit beteiligt waren. Und es ist ja auch, es ist nicht nur in Hamburg so, in Berlin wird auch verdichtet und auch dort müssen alte kollektiv-subkulturelle Einrichtungen werden weggedrückt, verdrängt. Und es ist so, man hat noch diese Art von durchfinanzierter Hochkultur, sage ich mal, ein bisschen so blasphemisch fast. Ich meine, Theater, Schauspielhäuser, da ist Geld da, da wird supportet, da werden auch Häuser hingestellt dazu. In Stuttgart wird gerade die Interimsoper irgendwie aufgestellt und die andere Oper für 40 Millionen Euro saniert, da ist Kohle da. Aber wenn du ein freier Kulturort bist, wie wir einer sind, wie Hafenklang einer ist und viele andere auch, da musst du halt echt selber gucken, wo du bleibst. Und am Endeffekt, unser bisheriges Modell war, das haben wir in der Sendung auch schon öfters erwähnt, man hat am Wochenende Partys, an denen macht man einen Thekenumsatz und der funktioniert, da bleibt ein bisschen Geld über und davon kann man Kulturprogramm machen. Und genau die Party am Wochenende stört die Anwohner. Und die geht auch jetzt wegen Corona gar nicht mehr, dazu noch. Das kommt noch dazu. Also das Geschäftsmodell ist obsolet geworden und dazu ist noch die Nachverdichtung und der Druck, der einfach da ist, dass man einfach wirtschaftlich funktioniert. So. Und auch, ja. Ich bin da ganz bei, also das ist eine elementare, wichtige Funktion und ich will das nicht instrumentalisieren, das gehört zur Stadt. Wir müssen dafür Orte finden und entwickeln. Wie gesagt, es gibt Orte, die dafür eigentlich prädestiniert sind, wie die Innenstadt. Man könnte auch sagen Gewerbegebiete, aber das ist ein bisschen andere Atmosphäre. Oder Schiffe wie hier, das ist ja fantastisch. Allein die Geräusche, die hier die ganze Zeit stattfinden, ich hoffe, Sie können das nicht so hören, aber es ist immer Bewegung drin. Also auf dem Schiff ist immer irgendwo Geräusch und das knarzt und bewegt sich und dann schraubt einer. Super, das ist, da braucht man eigentlich gar keine Musik. Also das sind ja Orte, die sind super stark, aber klar, die Leute müssen kommen und gehen und vielleicht auch mal ein paar mehr als nur 5 oder 10, wie jetzt gerade auf dem Schiff. Ja. Und das gibt Ärger, klar.
Also damit müssen wir umgehen, wir müssen das organisieren, da muss man sich drum kümmern. Da müssen auch die, okay, diejenigen, die das machen wollen, müssen ein bisschen mehr tun als nur ihr Ding. Sie müssen sich auch ein bisschen organisieren und für ihre Interessen eintreten. Und ja, das geschieht ja auch ganz gut in Hamburg, aber das kann vielleicht auch noch stärker werden. Und ich glaube, das gehört eben mit zur Stadt. Also die Herausforderung, die Provokation, das Neue gehört zur Stadt. Das ist elementarer Bestandteil der Stadt. Kann man es sich dann vorstellen, wenn ich mir die Mönckebergstraße oder Jungfernstieg vorstelle, dann ist Versace und Gucci neben irgendeinem abgeranzten Club, wo Live-Musik läuft und nachts die Leute rein und rausgehen? Oder? Naja, Versace und Gucci sind jetzt immer am Neuen Wall. Das ist nochmal eine Neuer Wall ist noch eine kleine Ecke also weiter. Also da ist dann eher C&A, Pick und Kloppenburg, Karstadt und all diese ganz coolen Veranstaltung. Ja, aber warum denn nicht? Dann, da ist dann ein Element drin, was ganz anders ist. Ja. Und auch Karstadt wird sich verändern müssen. Auch die großen Boxen werden verkleinert werden. Es wird mehr Vielfalt. Und warum denn nicht auch gerade, und nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Das finde ich noch viel wichtiger, dass das normale Publikum, das in der Mönckebergstraße unterwegs ist oder das ins Büro geht und aus dem Büro kommt, auch mal was anderes kennenlernt, als das, was es abends im Fernsehen gibt. Das wäre doch mal was. Das wäre was, ja. Gibt's beim Einkaufen. Sie sind ja bestimmt gut vernetzt, haben Sie das Gefühl. Da gibt es gerade einen politischen Willen, Akteure innerhalb der Stadtpolitik, sei es hier oder in anderen Städten, die wirklich auch sagen, ja, wir müssen da was und wir wollen da was machen für die ganzen kulturschaffenden und musikschaffenden Personen. So. Also vielleicht nicht so direkt für diese Szene, über die Sie, also die Sie jetzt vor allen Dingen im Fokus haben, aber ganz klar ist, dass Sie, wenn man, die Innenstädte brauchen eine neue Zukunft. Sie kann nicht mehr sein, nur Büro und Einzelhandelskonsumkette, Filiale und so weiter. Da muss was völlig Neues passieren. Und das auch eine Alternative ist zum Shoppingcenter oder zum Einkaufen am Sonntagabend auf dem Sofa, also online. Also deshalb ist völlig klar, die Revitalisierung oder der Neustart der Innenstädte muss eine neue Basis haben und eine Basis, die interessant ist und die so ist, die muss so sein, wo es nirgendwo anders gibt. Also es muss was sein, was nicht im Vorort und nicht im Shoppingcenter am Stadtrand und nicht im Netz da ist. Und das könnte vor allen Dingen Kultur sein. Also und zwar auch Kultur, die nicht, ich sag mal, klassisch etabliert ist. Die gibt's schon. Die könnte vielleicht auch mal auf die Straße kommen und auch tagsüber mal spielen. Mhm. Aber mir geht es vor allen Dingen um interessante Formate, innovative Formate, die, hey, was ist das denn? Oh, was ist denn das für eine Musik? Furchtbar. Oder hey, spannend, ist ja interessant. Also Dinge, die neu sind, die nicht etabliert sind und die sind natürlich sehr empfindlich für Kosten und für Einschränkungen. Allein die Frage, die Technik herzustellen, die sind ja alle nicht unbedingt reiche Erben, die solche Sachen machen. Hier gerade zufällig nicht. Zufällig nicht. Und meistens kommt das aus einer anderen Ecke und deswegen ist es wichtig, die Lebensfähigkeit dieser neuen Ansätze zu stärken und die müssen in die Stadt, denke ich. Nichts gegen Pauli und so weiter, da ist es gut und auch nicht konfliktfrei, aber ich fände es eine Chance und ich glaube, das würde auf offene Ohren stoßen, wenn man sagt, hey, lass uns doch mal 2-3 Einrichtungen in der Innenstadt schaffen, die eine andere Kultur, eine neue Kultur, eine innovative Kultur implementieren, würde man als Ingenieur sagen, und mal schauen, was daraus entsteht. Würden Sie fast schon sagen, dann ist es auch so ein vielleicht ein Denkproblem der Kulturschaffenden. Also man kennt das bisher ja so, man geht irgendwo hin, hat einen Leerstand, nimmt ein altes, abgewracktes Gebäude, baut dann 1-2 Floors rein, stellt eine Anlage rein. Also sehr vereinfacht gesagt, ja, das ist viel Arbeit, viel Aufwand, viel Stunden, klar, viel Kraft und Schmerz. Aber im Endeffekt hat man so eine abgeranzte Bude, die dann aber auch auf jeden Fall Charme hat. So, ja, so ist das Gängeviertel entstanden. So, auch hier wurden x mit tausende Stunden reingesteckt, bis bevor das so ist. Und wenn man dann aber in so ein Neues, also wenn ich mir vorstelle, man geht in Karstadt und macht da in der Ecke irgendwo so ein bisschen Kultur oder so, ja, hat das auch ein komisches Gefühl vielleicht. Ja, das ist eine Herausforderung, klar. Das sind erstmal Verkaufsboxen oder Büros. Ja. Aber also ich finde, in Karstadt Sport ist eine sehr coole Veranstaltung eigentlich. Also dieses komische Glasding da mit oben können Sie Basketball spielen. Also da gibt es schon Potenziale. Also wenn man ein bisschen kreativ ist, warum nicht? Also nicht den ganzen Karstadt Sport, der ist auch sehr exponiert. Aber nein, klar, Kreativität ist ja gerade eine Herausforderung. Warum denn nicht, diese Dinge umzugestalten und zu nutzen. Mit dem Schiff können Sie da jedenfalls nicht hinfahren. Also das Kopf passt nicht in die Alster. Ja. Ja, wir haben hier das Ding ja auch so. Also gerade, was ich vorher meinte, die Nachverdichtung. Wir waren hier, das war eine Industriebrache. Seit einer Weile wohnen hier Menschen, die haben auch Bedürfnisse, ist gar keine Frage. Aber wir wohnen jetzt auf 10 Meter Fluglinie Abstand und haben völlig unterschiedliche Ausrichtungen von unserer Art von Programmleben und wie wir das eigentlich machen wollen. So.
Das ist auch Konflikt da. Klar, wir sind mobil, wir können woanders hingehen, wobei auch da die Frage ist, wo ist das, wo kann das sein? Ja, so klein ist das Schiff ja nicht, das braucht ja auch einen vernünftigen Liegeplatz. Ne? Genau, und muss auch also, erreichbar sein. Sie können nicht in Wedeler Yachthafen fahren, also das wäre eine schöne, interessante Idee. Ja, da kommt halt auch niemand. Da, ne? kommen sie nicht rein, ja. Vom Tiefgang passt das nicht. Und eine andere Nummer, die mich interessieren würde, so in Berlin läuft das, in Bremen läuft das auch, Clubkultur als Teil von Berlin anerkennen und stärken, so heißt das unter dem Motto, wo es eigentlich darum geht, dass Musikclubs wirklich erstmal überhaupt als Kulturorte anerkannt werden. Also bisher sind wir auf einem Level von Spielhalle und Vergnügungsstätte zur Freizeitverdödelung irgendwie ja. So. Passiert da aus Ihrer Perspektive, passiert da was? Kann man damit rechnen, dass da wirklich auch mal so noch ein Ruck durchgeht und dass wirklich Musikclubs und auch Nachtclubs da teilweise reinkommen, die mit einem kuratierten Musikprogramm als Kulturort geschützt werden können auch so? Na, geschützt ist eine Sache. Schutz ist dann auch immer ein bisschen Erstarrung. Denkmalschutz und Naturschutz, das ist dann irgendwie dann so eine Einheit. Da kommt ein Schild dran und das ist dann so und bleibt auch ewig so. Ich weiß nicht, ob das für diese Art von Kultur das Richtige ist. Klar ist, sie brauchen geschützte Räume, wo man eine Zeit lang was machen kann, aber nicht auf ewig eine feste Burg baut und die sich auch erneuern können. Ja. Aber der Prozess, sowas aufzubauen und zu betreiben, ist im Moment viel zu anstrengend. Der ist viel zu stressig. Wie gesagt, die Stadt ist nicht darauf eingerichtet, Konflikte zu bewältigen. Die vermeidet sie. Und das ist hat nichts mit der Stadt zu tun, das hat auch was mit dem Recht zu tun, dem wir nun mal unterliegen und auch die Leute, die sie genehmigen oder nicht genehmigen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind nicht böswillig. Ich glaube, es ist eine Frage letztlich der Lobby. Also wie man sich aufstellt und sagt, hey, wir sind ein Teil der Kultur. Wir verdienen unser Geld auch selber, das kann man vielleicht auch mal betonen. Das ist bei großen etablierten Einrichtungen nur zu 20% der Fall. Also 80% kommt von öffentlichen Fördermitteln in der Regel oder 50 und sie sind vielleicht bei 5 oder 10. Also wenn überhaupt. Also von daher, das könnte man mal artikulieren und auch ins breitere Bewusstsein bringen. Und das Zweite ist, ich bin ziemlich sicher, dass viele in der Stadt, auch in allen Parteien zum Beispiel, die in der Politik ein Wort und Stimme haben, wissen, dass das wichtig ist. Nur es ist auch anstrengend, damit umzugehen, weil es eben viele Konflikte provoziert. Und da brauchen wir mehr Experimente, mehr Offenheit und so weiter und so fort. Und letztlich natürlich auch eine gewisse politische Unterstützung. Stellen Sie sich den Verwaltungsbeamten vor, der Sie genehmigt, und dann gibt Stress. Was soll der machen? Dann kann der, das nächste Mal mache ich das nicht wieder. Oder seine Chefin und sein Chef sagt, hey, sei nicht so streng, Übergangszone, Auslegungsspielräume, versuch mal. Und das ist eine Frage von oben. Der Fisch stinkt oder strahlt vom Kopf. Also, das ist eine politische Frage. Ist das aber auch für, ich sage jetzt mal, so eine freiere Szene, wo sich einfach Leute zusammentun, Künstlerkollektive, da wächst was draus. Es sind ja dynamische Prozesse. Nach ein paar Jahren entsteht da was. Aber da wird ja auch oftmals so, zumindest das, was ich viel höre und wie ich das auch selbst so erlebe, die behördlichen Regulationen sind unter Umständen schon so tödlich für den Gesamtprozess, weil man halt nicht durchsteigt, bis man überhaupt mal jemand hat, der sich dafür zuständig fühlt, da irgendwie mal genauer zu gucken oder sowas. Ja, gerade die freie Kulturszene oder die innovative Kultur- und Musikszene, die ja nun besonders ein Problem hat, weil sie mit Geräusch verbunden ist und Publikum, größerem Publikum und das zu Zeiten, wo andere ruhen. Die braucht eine Lobby im System. Sie brauchen Helferlein sozusagen, die in den Behördenstrukturen die Themen an die Hand nehmen und sie begleiten. Sozusagen eine Kulturwirtschaftsförderung. So was gibt es für Industriebetriebe, so was gibt es auch für Handwerksbetriebe und das gibt es nicht für diese Betriebe, sag ich mal, für mich sind sie eine Wirtschaftseinheit, auch ein Kulturbetrieb, beides. Und dafür brauchen wir Lotsen und Helferlein im System, weil von außen haben sie keine Chance. Also wenn sie nicht Teil des Systems sind, sind sie Beschwerdeträger oder der will was oder der will Geld oder der will eine Ausnahme, das ist immer ganz schlecht. Aber im System, Genehmigungssystem, im Planungssystem, diese Belange wirklich verankert sind und nicht nur als, die wollen wieder was so, oder kommen schon wieder in der Zeitung und machen Ärger und so. Nein, es ist wichtig für die Stadt, die muss es auch institutionell integrieren. So läuft das System. Wenn man Teil des Systems ist, was sie nicht wollen, auch klar, jedenfalls ist, nicht inhaltlich. Ist auf jeden Fall auch so ein Paradoxkonflikt. Das ist ein Paradox, das ist ganz klar. Wenn ich sage Mönckebergstraße, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, was, Mönckebergstraße, was soll ich denn da? Ja. Das ist ja völlig out und tot. Ja. Man geht ja da schon teilweise auch ungern hin. Also wenn man mal eine gewisse Konsumkritik entwickelt hat, dann ist man ja da schon gar nicht mehr so gerne, so eigentlich.
Ja, so, kann man auch so sehen, kann man auch anders sehen. Ja, klar. Will ich mich nicht zu äußern. Also ich bin da auch nicht oft. Aber gut, ich bin auch kein Maßstab, das ist nicht der Punkt. Aber wichtig ist, glaube ich, dass für diese Perspektive, für diese Themen muss man Governance, man muss sozusagen im System drin sein und mit allen sprechen. Es gibt ja auch ein Clubkombinat und andere gute Organisationen, die da auch professionell rangehen und die Interessen vernünftig vertreten und immer am Ball bleiben. Und man braucht auch im System, in der Behördenlandschaft, im Genehmigungsprozess sozusagen Partner, die wissen, wie das in den Strukturen läuft. Das können sie von außen gar nicht schaffen. Und wenn wir das hinkriegen in Hamburg, sozusagen lotsen, wir sind auf dem Schiff, lotsen. Ja. Lotsen, die diese Probleme wissen, wie man das bewegen kann und eine gewisse politische Lobby haben. Entschuldigung, Lobby ist ein bisschen verfemt gerade, aber natürlich, es geht einfach um wichtige gesellschaftliche Interessen, die eben nicht einfach so von alleine funktionieren und die auch schwierig sind umzusetzen. Sie sind sozusagen die Industrie der Stadt. Die Industrie hat man auch schön eingehegt und die muss auch irgendwo sein und gibt es auch jede Menge Ärger. Die hat Lkw-Verkehr 24/7. Nicht? Ja, das ist ja auch okay, wenn das weitergeht. Ne? Also, ich will jetzt nicht Ihre Kunden oder das Publikum als Lkw-Verkehr vergleichen, aber es ist so ein bisschen eine störende Nutzung. So. Und ja. Wir wollen sie aber in der Stadt haben. Das ist ja Quatsch, die ins Gewerbe- und Industriegebiet zu setzen. Da will auch keiner sein, jedenfalls nicht. Vielleicht eine Weile, aber dann, wenn es irgendwie interessanter sein soll. Und es belebt ja auch die Stadträume. Es ist doch wirklich spannend. Ja, überhaupt, dass man sich halt auch begegnen kann. Also ohne ausgemacht laufen Leute vorbei. Es gibt so, genau. Es gibt unerwartete Dinge, die passieren so. Was ich kurz mal machen würde, so zum einmal Kopfliften, schauen wir mal kurz ins Archiv. Und zwar ein Gig aus Amsterdam von Vic Ruggiero, aus US-amerikanischer Singer-Songwriter. Kurz mal 2,5 Minuten Musik und dann machen wir noch eine kleine Runde weiter. Okay. Right, 'cause when I was young, all them teachers taught me in the old books that their Cold War bought me. Said like dominoes, this whole wide world could fall to pieces like they wished that old Middle East would. But international war criminal, information is minimal, and weapons of destruction, they all gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? Are you sticking around to see what happens? I heard they found one in a hole, man. The white lies crawling on his brown skin. Ain't it shameful just being human? No, it's old as original sin that white lies always creeping in. An international war criminal. Information is typical, and weapons of destruction, they're just gasoline and petroleum. And are you sticking around to see what happens? Are you sticking around to see what happens? International rules of war, they get spoken when it suits someone to have them broken. It's funny how they'll go on and define terror as killing and exploding things to force your own agenda. But international war criminals situation, yes, it's typical. Weapons of destruction, they're just gasoline and petroleum. Are you sticking around to see what happens? Are you sticking around to see what happens? Will it stick around to see what happens? International war criminals. International war criminals. Situation, oh, it's pitiful. Information, oh, keep it minimal. So,
Job und zurück im Studio, sage ich jetzt mal so. Wir sind heute im Gespräch, reden darüber, wie Kultur stattfinden kann in dem ganzen Strukturwandel, der gerade während Corona passiert, Verdichtung der Städte, Nachbebauung, was da so alles geht. Ein Punkt ist noch, es ist dieses Jahr im November wieder, ich glaube, die vierte Konferenz von Stadt nach Acht. Initiativ kam das ja auch aus Ihrer Richtung irgendwo. So mit 2014 gab es diese Studie, die länger geschrieben wurde von, ich muss nachschauen, Jakob Schmid, ja. Genau, die haben Sie betreut. Also eigentlich sind Sie schon lange damit beschäftigt, was auch Nachtleben, Nachtökonomie, da, was da stadttechnisch so passieren kann. Gibt es da so ein bisschen eine Entwicklung, die man sehen kann, die seit 2014 passiert ist, wo jetzt verschiedene Akteure anfangen, das zu beackern und das, was Sie auch meinen, so dass es da eine Lobby braucht oder eine Art von sowas wie hier das Clubkombinat ist und so? Ja, ich sehe, dass da in vielen Städten sich die Szene besser organisiert und das ist auch enorm wichtig. Also das hatten wir ja eben schon diskutiert, dass man nicht sonst nicht wahrgenommen wird. Mhm. Das ist ein großes Problem. Andererseits ist es gleichzeitig für die Städte brauchen oder die Verwaltung brauchen Ansprechpartner. Also muss irgendjemand greifbar sein und auch sozusagen eine professionelle Kommunikation zu diesen Themen fahren. Ansonsten glaube ich, gut, das ist ja, also worüber wir sprechen, ist ja eine unglaublich schnell drehende Branche, die noch schneller als der Einzelhandel Innovationen bringt und sich verändert und wandelt. Und das macht sie auch so spannend. Und sozusagen, sie haben Technologiewechsel fast wie die Chip-Generation. Also es dreht sich wahnsinnig schnell. Und das macht es natürlich irre interessant. So international sowieso, das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, dass also sozusagen ein völlig, völlig interkultureller Austausch völlig selbstverständlich ist in der Szene und in vielen anderen gar auch längst nicht. Auch das macht sie unheimlich interessant und das stärkt, glaube ich, das Thema enorm. Also ich sehe diese positive Entwicklung, was wir halt, das Problem ist natürlich, dass wir die Konflikte, über die wir gesprochen haben im städtischen Raum, die kann man einfach nicht wegkriegen so einfach. Die kann man auch nicht lösen, auch nicht rechtlich nicht auf die Dauer. Das würde einfach auf eine Trennung hinauslaufen und genau das wollen Sie ja nicht, ja, Teil der Gesellschaft sein und nicht irgendwo in einem Kulturgebiet ansässig sein. Da dürfen Sie dann alles machen. Aber wo man hinpendelt und rauspendelt. Ja, und da ist dann Schild und das ist dann Kultur. Und ja, das ist ein Zoo. Vielleicht auch ein Zoo, Hagenbeck für Musik oder so. Das kann es ja nicht sein und das will keiner. Und das ist ja auch das Interessante an dem Thema. Wie gesagt, ich sehe eigentlich, dass das in vielen, vielen Städten stärker wahrgenommen wird. Man muss immer daran bohren. Man muss sich ein bisschen organisieren, glaube ich. Und für uns, ich sage mal, ich bin ja von Haus aus Stadtplaner, ist es wichtig, also an den Instrumenten zu arbeiten, dass wir zumindest Experimente fördern können. Also da gibt es auch jetzt Diskussionen auf der Bundesebene, zu sagen, also schlichte Gesetzgebung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, ganz schlimme Sachen, zu versuchen, sie zu etwas, ich sag mal, komisches Wort, liberalisieren. Also dass wir nicht auf einmal für ewig alle Konflikte bewältigen müssen. Dann sind nämlich alle auseinandersortiert und nichts passiert mehr. Ja. Das ist genau das kulturfeindlich. Wobei das ist halt, das Ding ist, es gibt ja quasi für alles ein Kataster, alles ist registriert. Ja. Clubkulturflächen sind aber nicht im Kataster bisher so. Nee, sie sind Gastronomie oder Vergnügungsstätte. Genau. Und jetzt sowas. Ist halt die Frage, was ist es da? Ist es gut, wenn man eben genauso verwaltet wird wie der ganze andere Rest? Oder ist es auch eben gut, wenn man nicht verwaltet wird und da noch Freiräume sich erkämpfen kann? Ich meine. Ja, so, es gibt immer Interpretationsspielräume. Aber am Ende muss da irgendwas stehen, zulässig oder nicht. Ja. So, und das meinte ich mit dem vorhin Gesagten, diese muss man auch ausschöpfen wollen. So, und es gibt viele gutwillige Leute, aber es gibt da Grenzen. So. Und das ist ein Verhandlungssystem, das ist eine Grauzone. Und umso mehr, ich sag mal, Interesse da ist, diese Szene zu stärken und ihr Freiräume zu geben, im Politik- und Verwaltungssystem, umso besser ist es. Aber man braucht auch gesetzliche Hilfen. Aber das betrifft letztlich, das betrifft die Industrie genauso wie das Handwerk und die Kultur, weil nämlich eben dieses Prinzip, die Störung zu vermeiden, da ist. Da sind sie sozusagen direkt Arm in Arm mit der Norddeutschen Raffinerie oder auch Aurubis, wie sie jetzt heißen, oder wie auch immer, ein Stahlwerk, die auch irgendwie stören. Oder ein Handwerksbetrieb, der morgens seine Maschinen anschmeißt oder um 6 Uhr den Sprinter belädt und nebenan wohnen die Leute und fallen aus dem Bett. Das ist im Prinzip das gleiche Problem. Und da brauchen wir gerade für diese Nutzung, glaube ich, Experimentierklauseln, die sagen, okay, wir probieren das jetzt mal 2 Jahre aus. Und dann schauen wir, was wir machen können, ob das wirklich ein Erfolg war. Und wenn ja, wie können wir diesen Erfolg verstetigen und helfen in den Punkten, wo es wirklich schwierig wird. Wären das auch Prozesse, die gegen so eine Art, also Hamburg ist ja auch eine sehr segmentierte Stadt, in der quasi
verschiedene Klientel und soziale Milieus sich häufen auf verschiedenen Stellen so. Also Blankenese und Wilhelmsburg sind sehr unterschiedliche Bereiche, sage ich mal. Und das gibt es öfter und das ist sehr klar verteilt. Es gibt ja fast schon die Wahrnehmung so von wegen, wenn man nicht muss oder wenn man es vermeiden möchte, dann kann man die anderen völlig ausblenden und lebt in seiner Bubble irgendwo so. Jeder lebt in seiner Bubble. Das und das ist und kulturelle Einrichtungen wären ja eigentlich der Ort, wo das wieder zumindest dort mal ein bisschen zusammenströmt und so weiter. Und unsere Wahrnehmung, würde ich jetzt mal so sagen, sprechend auch für andere, ist halt, wenn mal verdrängt wird, wenn rangebaut wird und wenn mal weg ist, dann ist es nicht mehr da. Und dann ein Laden, der, ich sag mal so Kultur wie die Oper, wie Theater und so weiter, das hat sich über Jahrzehnte aufgebaut und sich etabliert. Und eine Art von freie Kulturszene hat eigentlich in dieser Art von schneller Verdichtung und im Strukturwandel kaum die Chance, sich zu etablieren, sondern wird eigentlich weggemacht, 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 umgezogen und irgendwann, vielleicht geht es noch weiter mit sehr viel Willen und Biss oder du bist halt irgendwann weg. Gut, es gibt dann auch immer wieder neue Orte, wo man was versuchen kann. Wichtig ist, dass es, ich glaube, das ist auch Teil der Logik, dass es nicht ewig stabile Einheit. Es ist nicht Denkmalschutz. Es kommt nicht einmal ein Schild drauf und das ist dann so. Sondern da ist Bewegung drin, das verändert sich und das meine ich ja mit der Experimentierklausel. Ja. Man muss es da, wo sich zarte Pflanzen zeigen, die ordentlich schön futtern und ordentlich Wasser drauf geben, damit die sich entwickeln können und einfach dulden können. Also man muss es ausprobieren. Und man weiß ja nicht, ob es ein Erfolg wird. Man weiß nicht, ob das verstetigt wird. Und das können wir im Moment nur in der Grauzone. Und da braucht es stärkere Mittel, weil das betrifft ja nicht nur Sie, das betrifft auch neue Handwerksbetriebe, andere Dinge mehr, die in bestimmten Situationen entstehen und wir können sie eigentlich nicht lassen. Und warum nicht? Weil wir Konflikte sehen. Ja. Und wir müssen versuchen, diese Konflikte auszuhalten und für diese potenziellen Konflikte, oft sind es ja gar keine realen, sondern potenzielle, für diese potenziellen Konflikte Experimentierklauseln schaffen, dass wir das ausprobieren, dass die Nutzung eben nicht, sagen wir, ihr müsst das auf Dauer hinnehmen, sondern wir probieren das jetzt mal eine Weile aus und versuchen dann, wenn wir es ausprobiert haben oder wissen, wie es läuft, neue Lösungen zu finden, anstatt ewiges Recht zu schaffen. Das ist im Moment die Situation. Und das hilft keinem weiter. Wir sind gerade in der Beziehung in Deutschland sehr, sehr starr. Wir haben ein tolles Planungssystem, das sehr erfolgreich ist. Viele Länder beneiden uns darum, wie das läuft. Aber es ist unheimlich starr und verrechtlicht. Und wir brauchen da einfach, okay, das klingt jetzt ein bisschen neoliberal, aber da brauchen wir mehr Spielräume, mehr Experimentierfelder. Und da müssen wir Fachleute ran und die Politik überzeugen, dass wir das brauchen. Das ist dann leider eben auch ein Problem, dass meistens nur die Städte haben und der ländliche Raum nicht. Nicht? Und, im ländlichen Raum gibt es da teilweise dann auch gar nichts. Also Leute ziehen ja auch aus dem ländlichen Raum in städtische Räume. Aber da gibt es Abgeordnete, die sitzen im Bundestag und sagen, was ist das für ein komisches Thema, ich will hier keine Störung. Ja. Das ist das Ding, das ist ein Thema der Städte. Ja. So. Auf dem Dorf ist das Feuerwehrfest. Da ist einmal Remi-Demi, der wird im Vorgarten gepinkelt und das ist einmal im Jahr. Das wird dann toleriert. Das wird weggemacht und dann ist gut. Ja. Und ist in der Stadt ja ein bisschen anders. Wenn du es häufiger hast. Ja, das ist auch nicht so schön. Ich würde noch gerne einen Bogen schlagen. Sie sagen quasi Clubs in die Innenstädte, Mönckebergstraße, Jungfernstieg, jetzt nicht nur in Hamburg, sondern generell auch als Idee, um da den Strukturwandel anders zu gestalten, der das ist. Eine andere Nummer ist hier Space Explorer Dimitri Hegemann, der mit am Berlin Atonal Festival den Bunker gemacht ist dort im Kraftwerk am Start, war ja auch in Detroit viel unterwegs. Er sagt vielmehr so, hey, es gibt industrielle Leerstände irgendwo draußen, riesige Gebäude teilweise, die nicht mehr genutzt werden, weil die Industrie sich auch stark verändert, dort reinzugehen. Das wäre außerhalb von Hamburgs oder an den Randgebieten irgendwo oder wo, auch eine denkbare Möglichkeit, dass da was stattfindet? Ja, das gibt es. Hamburg ist ja nicht so stark industriell geprägt, jedenfalls nicht nördlich der Elbe. Das gibt es auch jetzt, Initiative Bille Kraftwerk soll umgenutzt werden. Das ist natürlich schön, aber man muss natürlich sehen, die sind nicht richtig in Wohnquartieren drin. Diese Flächen sind meistens in Industriequartieren. Und die werden dann so nach und nach zu Mischgebieten und Wohngebieten. Ja. Ob das wirklich eine gute Entwicklung ist, ist eine andere Frage. Aber klar, das sind interessante Orte. Letztlich die Fabrik in Altona, das fing mal da in den 70er Jahren damit an. Also das war eine Munitionsfabrik. Und die ist aber auch Bestandsschutz, ne? Die ist ja abgebrannt, die ist nochmal wieder neu aufgebaut worden sogar, weil das so cool war. Ist aber auch von öffentlicher Hand gefördert vom Programm her. Das ist total gefördert alles. Das wurde dann irgendwann mal verstaatlicht, das Thema. Ja. Aber nein, das ist sicherlich für die Zeit damals, Lindenberg und so weiter, eine coole Nummer gewesen und war wichtig. Auch für das Umdenken, was Kultur oder eben auch sozusagen nicht etablierte Kultur wichtig ist für die Stadt und für die Stadtentwicklung und so weiter. Und für das kulturelle, aber auch wirtschaftliche Leben darf man nicht unterschätzen. Das soll ja auch eine kreative Stadt sein. Und kreativ
Kreativität heißt nicht unbedingt, also auch Programmieren kann sehr kreativ sein. Auf jeden aber Fall. Programmierer, gerade Leute, die Hard Tech machen, machen oft auch gern Musik. Das ist, da gibt es eine Verbindung. Ich kenne Physiker, die total gute Musiker sind. Ja. Also sind theoretisch extrem gut drauf, sehr abstrakt. Und genau das findet ja in der Musik statt. Also von daher gibt es da Bezüge, sehr interessante und Bezüge. Und es ist ja darüber hinaus auch was, was wir hier schon öfters hatten, oder aber man kann es auch immer wieder wiederholen. Musik ist halt einfach auch eine andere Art von Sprache und Ausdruck im Gegensatz zu Handwerk, Technik, Sprache und so weiter. Völlig klar. Das ist eine Kommunikation genau. Und eine Botschaft, genauso wie Bilder oder Texte oder was weiß ich, ist im Prinzip ja auch gleichrangig zu behandeln als Kommunikationsform, würde ich ganz genauso sehen. Und sollte ist so, ja extrem vielfältig. Da kann man ja viel mehr mitmachen als mit Sprache. Ja. Also gut, aber das wollen wir ja, das ist nicht das Thema. Genau. Aber klar, die Orte, man braucht interessante Orte und ich sage ja auch nicht, dass sie jetzt den alten Karstadt übernehmen sollen, aber das wird auch wahrscheinlich so nicht laufen. Ich sage nur, das sind eben besondere Herausforderungen, daraus was zu machen. Das sind auf jeden Fall Denkanstöße in diese Richtung auch so. Das ist das auch über Stadt nach Acht so mit der Zeit quasi. Ja, es geht ja immer entstanden. Von irgendwelchen Orten, von, natürlich von Szenen aus, von einzelnen Leuten, von dem richtigen Zeitpunkt, aber auch oft von bestimmten Orten, die dann irgendwann eine Dynamik entwickeln und dann wird es oft ein Problem. Ja. Weil die Umgebung da nicht mitspielt, sagen wir mal so. Okay, dann muss man das entweder versuchen zu organisieren oder vielleicht weiterziehen. Und von daher braucht man immer viele Orte und man weiß nicht, welcher funktioniert. Und man kann es ausprobieren und anbieten. Und ich glaube, für die nochmal meine geliebte Innenstadt wäre das vielleicht eine Idee, auch ihre Belange mal dahin zu schauen, was könnte da gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das extrem interessant werden würde. Vielleicht nicht gerade in der Mörgebergstraße, aber in der Nebenlage davon. Das könnte schon ganz spannend sein, weil wir haben halt die Szene ja untersucht und die ist eigentlich in der Regel immer am Innenstadtrand oder in bestimmten Vierteln. In der Innenstadt natürlich nicht, weil das alles viel zu teuer ist. Klar. Und da wird aber ein Umdenkprozess beginnen müssen, weil die hohen Mieten werden nicht mehr bezahlt werden. Die Nachfrage nach den Flächen ist so nicht mehr da. Es wird ein Umbauprozess stattfinden und es wird ein Kulturalisierungsprozess der Innenstadt stattfinden müssen, weil sonst gibt es überhaupt keinen Grund mehr, dahin zu gehen. Ja. Oder nur noch wenige, sagen wir mal, ich will das nicht so zuspitzen. Und deswegen ist in dieser Umbruchphase, glaube ich, ein großes Potenzial. Auch, ich weiß, im Moment ist alles ganz schwierig. Aber wenn wir das einigermaßen wieder im Griff haben, eine Wiederbelebung der Corona-bedingten Probleme, dann könnte gerade Ihre Szene, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen als Innovationsmotor. Auch da, das ist, hat sich jetzt schon öfter so ergeben. Ich lasse das mal als hoffnungsvollen Schlusspunkt so stehen, dass auch nach Corona kulturell was geht. Herr Krüger, vielen Dank für den Input, den Sie hier mit reinschieben. Gute Gedanken, vielleicht, die man mitnehmen kann. Ich sag mal, wir haben als nächstes noch die Extra Action Marching Band. Jetzt kann man den Kopf liften und die Anlage aufschmeißen irgendwie so. Und ein Gig von 2012 aus Hamburg, eine geile Nummer. Danach geht's weiter im Programm. Yeah.
Was liebst. Udo, wir haben dich schon mal in einer Folge gehabt, da ging es um den Kreiselkompass und einen Magnetkompass.
Heute stehen wir hier am Radar. Was hast du dazu zu erzählen? Ich weiß nicht viel drüber. Ich sehe, da bewegt sich was, aber... Radar, weißt du doch bestimmt, was das ist. Haben sie dich schon mal geblitzt? Ja, ja. Mit dem Auto, und dann siehst du, was Radar ist. Hat doch jeder irgendwo eine gewisse Erfahrung mit dem Radar. Ja, aber auf dem Schiff wird der Radar anders genutzt. Also wir haben ja keinen Bußgeldbescheid zu erwarten, wenn wir das Radar nutzen. Radar ist ein sehr, sehr wichtiges navigatorisches Instrument an Bord. Ich freue mich sehr auch, so wie mit dem Kreiselkompass beim letzten Mal, dass wir hier ein Gerät finden, was wirklich noch old-fashioned Style ist. Das ist ein polnisches Radargerät, was also seit in Dienststellung des Schiffes hier in Betrieb ist. Es ist sicherlich mal erneuert worden von der Elektronik her und so, aber grundsätzlich ist es noch so im Originalzustand vorzufinden hier. Und das Schöne, was eben wirklich hier ist, und das kann ich nicht oft genug betonen, ist, dass man diese ganzen alten navigatorischen Geräte und die für die Schiffsführung wichtigen Geräte hier auf diesem Schiff findet, die tatsächlich noch funktionieren. Also du kannst auch hier eigentlich losfahren so? Ja, ja. Also dieses, man sieht das ja, das Radarbild ist hier sehr gutes Radarbild. Ich möchte mal behaupten, dass also dieses analoge Radarbild, was hier produziert wird, von der Qualität und von der Schärfe her teilweise besser ist als das, was digital heute produziert wird, von der Auflösung her auf den modernen Schiffen. Das sagst du, obwohl du in der Digitalisierung der Seefahrt arbeitest eigentlich, oder? Genau, also ja, ja, also mit Radar habe ich nicht viel zu tun, sondern mit Seekarten, digitalen Seekarten. Ja. Aber natürlich kenne ich also moderne Radargeräte, ich kenne der an dem Bild, natürlich heutzutage auf Flatscreen mit entsprechender Auflösung und. Aber die Schärfe dieses Radarbildes, was analog produziert wird, ist wirklich beeindruckend. Nach so vielen Jahren im Gebrauch, ne? Ja. Also viele, viele Jahre alt. Man kann das ungefähr so vergleichen wie die Musik von der CD, die also gegenüber dem Charme einer Vinylschallplatte auch gewisse Einbußen hat, ne? Also wird ja nicht umsonst noch für die wirklich guten Musiker Vinyl noch produziert, weil eben diese Schallplatten eben verschiedene Vorteile haben, die in der digitalen Welt wahrscheinlich nicht herzustellen sind. So ähnlich muss man das ja auch sehen. Also es ist nicht nur eine Romantisierung oder sowas. Ja, doch auch. Okay. Klar, natürlich. Doch auch. Also natürlich, klar. Aber ansonsten hat dieses Gerät alle Funktionalitäten, die ein modernes Radargerät auch haben. Mit einer Einschränkung. Die Einschränkung ist, den Verkehr mitzulocken. Also, ja. Ne, also dieses, man hat sonst so ein Verkehrsverfolgungssystem, ne? Also wo man andere Ziele einmessen kann, wo man dann die Informationen digital sofort errechnet präsentiert kann. Das ist natürlich 21. Jahrhundert. Das hat man hier alles nicht. Das muss man alles per Hand ausrechnen. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme, ne? Wenn wir bei der Romantisierung sind. Da stehst du dann daneben, ja, genau. Und musst hier... Nein, also hier wird dann eine spezielle Scheibe aufgelegt. Man hat so einen Fettstift. Ja. Und markiert dann dort diese Radarziele mit dem Fettstift und lockt dann sozusagen die Radarziele mit. Und wenn man dann einen Strich zieht, sieht man ganz genau, wie sich dieses andere, man sagt dazu Radarziel, im Verhältnis zu meinem eigenen Schiff verhält. Und daraus kann ich Rückschlüsse ziehen, ob sich das auf Kollisionskurs zu mir befindet. Okay. Oder, ne, also das ist ganz klar. Also ein erfahrener Nautiker hat das sofort raus, wie er hier reagieren muss. Ne, und deswegen ist es also ganz klar, wie man das benutzt. Das Radargerät selber ist auch unschlagbar für die Navigation. Ne, also Küstennavigation, wenn ich jetzt schlechte Sicht habe oder ich sehe die Küste nicht ganz klar, kann ich hier sofort die Entfernung und die Richtung, ne, das ist also das Radargerät, ist mit dem Kreiselkompass, den wir beim letzten Mal hatten, gekoppelt. Ja. Und ich habe sozusagen eine Peilrichtung und den Abstand. Und aus dieser Richtung und den Abstand kann ich in der Seekarte ganz einfach den Standort des Schiffes ermitteln. Okay. Und es gibt genügend, auch heute noch, in der modernen Navigation, gibt also genügend Hilfsmittel, wo ich also diese Radarziele identifizieren kann. Es gibt so aktive Radarbojen, man nennt das RACON, die also hier mir auf dem Radarbild genau zeigen, aha, wenn ich dann in die Seekarte gucke und vergleiche, aha, das ist dieses Ziel.
und das habe ich jetzt eingemessen und jetzt tue ich in der Seekarte konstruieren die Peilung und den Abstand und habe dort punktgenau meinen Schiffsort. Sehr genaues System, also diese Radarnavigation ist sehr, sehr präzise und ich habe hier also immer in kurzer Zeit mir den aktuellen Schiffsort konstruiert, weil Navigation, wie funktioniert Navigation? Ich will von A nach B kommen, das heißt, ich muss einmal die Richtung kennen, ja. Ist klar, das mache ich mit dem Kompass, ne? Und ich muss aber immer wieder den Standort verifizieren, weil ich bewege mich ja nicht auf der Straße, sondern auf einem beweglichen Medium, dem Wasser. Ja. Ne, es gibt Strömungen, es gibt Wind, ne, die großen Spielverderber der Navigation, die mich immer wieder aus dem Kurs herausbringen. Das heißt, ich muss immer wieder kontinuierlich meine Standorte vergleichen und eine Standortbestimmung durchführen. Gerade auch hier, du hast ja im Vorfeld davon, dass die Stubnitz relativ windanfällig ist. Genau. Oder? Also das würde man sozusagen, also da diese Windanfälligkeit des Schiffes und genau die Strömungen Nordsee, ne, Tietenströmungen, Oberflächenströmungen und, da muss man also immer kurze Standortbestimmungen machen, um wieder zu wissen, wo bin ich, ja. Damit ich wieder weiß, wo ich hinfahren muss. Ne, ist ganz klar. Heutzutage ist diese Standortbestimmung digitalisiert über GPS, also über Satelliten. Wobei das hier auch an Bord ist, natürlich so, klar. Genau. Ja, man wäre ja schlichtweg dumm, wenn man auf solche modernen Navigationsmittel, die heute präsent und überall zu kriegen sind, verzichten würde. Ne, aber ich kann also vollwertig damit navigieren. Ja. Also das ist der Navigationsaspekt, den ich hier mit diesem Radar machen kann. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass ich damit auch fahren kann aktiv. Also ich erkenne, wenn ich auf See bin, schlechte Sicht habe, Nebel, Regen, Schnee oder wie auch immer, kann ich mich mit dem Radar innerhalb des Verkehrs orientieren, kann andere Schiffe erkennen, kann Ausweichmöglichkeiten, was ich vorhin beschrieben habe, um die Schiffsführung oder das Schiff so zu führen, dass ich also sicher durch den Seeverkehr durchkomme. Ja. Ne, also das ist also auch mit Radar, ist auch eins der Punkte mit Radar zu machen. Ne, Radar selber ist also im Zweiten Weltkrieg technisch entwickelt worden. Also wie es funktioniert, ist eigentlich vorher schon klar gewesen. Mit Erfindung der Braunschen Röhre sozusagen. Die ist ja auch hier am Start. Genau, hier haben wir noch eine original Braunsche Röhre drin. Im Prinzip ist es ein ganz einfaches Prinzip. Man hat ein elektromagnetisches starkes Signal. Ne? Man hat jetzt also richtig Power. Man hat eine Antenne, früher waren das Parabolantennen, ne? Wer kennt das noch so, ne? Die sich dann oben gedreht haben. Ja. Ne? Heute sind das so eine flachen Antennen, die sich auf den Schiffen immer oben drehen. Ne? Haben wir hier oben auch. Und dieses stronge Signal wird losgeschossen. So, zack, 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 geht das durch, also über die Erdoberfläche und überall hier geht dieses strenge, gezielte Signal wird los und trifft auf irgendein Hindernis. Ja. Und dann ist es wie ein Regentropfen, der auf eine heiße Herdplatte kommt, ne, und macht Patsch und überall hat man sozusagen die Reflexion dieses, ja, Signals. Und so, und jetzt ist der Trick an der Sache, und das muss erstmal technisch durchgeführt werden, dass in Bruchteilen von Sekunden zwischen dem Aussendung dieses starken Signals und dem Umschalten und das Lauschen, das empfindliche Lauschen für das Echo, ja, diese Umschaltsache, die musste technisch gelöst werden. Heutzutage völlig simpel, ist technischer Vorgang, aber damals, wo es nur Röhren gab, eine ganz große Schwierigkeit. Und die Röhre, die diesen Schaltvorgang gemacht hat, nannte man Mischkristall. Mischkristall, genau. Ja. Und der hat faktisch immer in Bruchteilen von Sekunden immer diese Umschalten, immer senden, zack, umschalten, empfangen, senden, zacken, umfallen. Okay. Und dann wurde dieses Signal, also man hat hier praktisch diesen Peilstrahl, den man sieht, ne? Und dann immer, deswegen dreht die Antenne sich auch, das sieht man hier sehr schön, wie sich die Antenne immer dreht. Also das ist auch die, die jetzt oben sich, genau, dreht. Genau. So, und der sendet und empfängt. Und immer wenn er was empfängt, dann bringt er hier einen Lichtpunkt drauf. Und die Braunsche Röhre hat, wie beim Fernsehen, hat oben eine Oberfläche, die so nachleuchtet. Also der Lichtpunkt, wenn man jetzt hier sozusagen hier diese in der Braunschen Röhre die Anoden, ne, und diese Platten, die das im Prinzip diesen Punkt aus dem Mittelpunkt herausbringen, wenn man die ausschalten würde, würde man nur noch diesen einen Punkt haben. Ich meine, so die Generation, ihr seid ja nur eine Generation, die nur digital das kennt, aber früher, wenn Fernseher kaputt war, hatte man nur noch einen Lichtpunkt. Ja. Ne, also da war nur der eine Punkt noch in der Röhre. Ne, und das wäre hier genauso. Und
Und was du hier siehst, dieses Bild ergibt sich dadurch, dass diese Oberfläche nachleuchtet. Ja. Das ist im Prinzip, was du hier siehst, nur ein einziger Punkt, der immer hier lang wendet und im Prinzip dieses Bild hier produziert. Ja, und das macht dann, dass man im Endeffekt hier die Elbbrücken sieht und so weiter. Genau, ja. Ne, also die Elbbrücke sieht man ja da hinten. Das heißt, das Signal schießt dahin, ja, wird von der Elbbrücke reflektiert und dann eben über diese alte Technik, hier sind natürlich schon Transistoren verbaut, ne, das ist schon etwas moderner, ne, im Prinzip wird dann hier als Lichtpunkt angezeigt und dadurch, dass es kontinuierlich sich immer wieder dreht, ergibt sich dadurch dieses Radarbild. Und das hat man damals erkannt. Und warum wollte man das machen? Natürlich, das ist bekannt, weil es jeder mit dem U-Boot-Krieg, ne? Also ja, die U-Boote haben sich im Nebel und Dunkelheit herangeschlichen und haben die englischen Schiffe torpediert. Und da haben die Engländer sich gedacht, also hier können wir was Besseres, damit wir die entdecken. Und dann, was sich natürlich dramatisch für die U-Boot-Besatzungen ausgewirkt hat, kennt ja jeder, ne? Also die Filme gibt es ja genügend darüber. Dadurch hat man mit dieser Radarmöglichkeit konnte man eben bei schlechter Sicht die Schiffe sehr genau orten und dann in Abwehrmaßnahmen einleiten, was sich eben, wie gesagt, sehr dramatisch für die deutschen U-Boote ausgewirkt hat im Zweiten Weltkrieg. Das System hat sich seitdem nicht verändert, ist heute noch genauso. Natürlich genau wie bei dem Kreiselkompass, alles digitalisiert. Ja. Ne? Es wird eben das, was hier sozusagen mit Transistortechnik und Röhrentechnik umgesetzt wird, wird heutzutage natürlich auf moderne Bildschirme, Flachbildschirme umgesetzt. Aber das System ist immer noch das gleiche. Mhm. Alles klar, das ist der Radar. Wir haben ja auch diese Reihe, da wird man dich schon gesehen haben, wenn das hier ausgestrahlt wird, Radar, wo wir mit Leuten über Kultur, Gesellschaft, Musik machen, ja, und so weiter reden. Da kommt so da ein bisschen die Idee auch her von, ne? Ja, genau. Also Radar ist schon in der modernen Navigation ein entscheidender Schritt gewesen. Ja. Na, also das muss man so sagen. Ne? Also da man hat eben dadurch die Möglichkeit, unabhängig von irgendwelchen Leuchttürmen und solchen Dingen eben zu navigieren und eben sich zu orientieren. Das, was ich im Prinzip alles schon erzählt habe. Ja. Ja, schön. Der Radar. Das Radar. Das Radar.
Jo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Sollen wir es nochmal sagen? Vielleicht zusammen. Ja. Also immer, wenn man uns sieht, ist fast schon wieder Ende. Genau. Aber uns, nicht ganz. Uns gibt es nur am Anfang und am Ende. Also aber bevor wir das Ende einläuten, helft uns zu wachsen. YouTube. Genau. Schaut auf unseren Kanal. Teilt es mit Freunden, mit Interessenten, Menschen, von denen ihr meint, dass es sie interessiert. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Abonniert uns, etc. pp. Wenn ihr noch mehr für uns tun wollt, könnt ihr auch noch bei Ticks for Kicks ein paar Supporter-Tickets für uns erwerben. Nur für kurze Zeit. Nur für kurze Zeit. Gibt's noch ein bisschen. Na, gibt's noch ein bisschen, ne? Ja. Genau. Ja, ist immer noch ganz gut, wenn man dort einkauft, legt der Staat 7 drauf. Das heißt, es ist immer noch die Chance hier, uns als Industriedenkmal und dadurch auch als Kulturschiff und als Club irgendwie weiter zu erhalten. Ja. Es ist schon echt immer diese Bettelei. Ne? Seit Jahren muss man die Hand Elend, aufhalten. Elend, so. Ey. Aber man ist halt nicht geförderte Kultur, ne? Die Elend also nur Kultur, teils. Der freien Kulturszene. Ja. Also es geht ja nicht nur uns so, das geht ja auch vielen Musikern so. Und anderen Leuten. Ja, deswegen und auch Grüße anderen, an alle Musiker und Kolleginnen von, wir sind die Hafenklang, Molotow, Knust auch mal so zum Beispiel. Oder auch die ganzen geilen Bars und steilen Kneipen, an denen stabil Musik geschoben wird normalerweise, aber gerade halt gar nicht. Nee, also gerade, ja. Genau. Weiterhin. Dritte Welle, einigeln, Winterschlaf im Frühling. Winterschlaf im Frühling. Aber was gibt's noch im April? April haben wir noch eine Radiosendung Fleckma Express auf Loro 90,2. Gibt es am 18.04. nochmal wieder eine Sendung mit Acke. Kann man mal reinhören, reindingsen. Und Plattenfroster Folge 24 aufs Maul. Und zwar am, wann ist denn das? 22. Wann ist denn das? Ich weiß es nicht, 14 Tagen auf jeden Fall. Ja. Also von jetzt 14 weiter. Genau, von jetzt 14 weiter. Genau, D-Beat, Hardcore, Grind und Power Violence mit Artfuck Kill, We Sleep, Ralf vom Thrashfest und von Flower Violence Records. Da wird auch mal aus dem Archiv die Axt geholt und ordentlich. Also das wird die Sendung mit der Axt. Ja, genau. Genau, ja, auf jeden Fall gut. Ansonsten... Genau, geht wie immer und wie gewohnt ein großes Dankeschön an die Crew, also an die komplette Crew, an die Media Crew natürlich, an die an Club Forward. Matze sitzt wieder hinten und fingert dann das Internet zurecht für uns so. Genau, und natürlich herzlichen Dank an unsere Gäste von diesem Abend. Herr Krüger und Dittrich von Euler Donnersberg. Der macht auch gleich noch Alarm hier übrigens. Der macht gleich noch Lärm und knarzt vor sich hin. Genau. Was bleibt uns noch zu sagen? Ich glaube, der steht auch schon in den Startlöchern. Er steht bereit für seinen Abtritt und jetzt ist nochmal Zeit, das Gehirn abzulegen und richtig Mucke zu pumpen. So. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Felix. Ja, mach's Stefan, gut. Gleichfalls. Ich spring mal ans Pult, ne? Und dann wird sich hier der Wir gehen Musiker. Und Dittrich von Eulers Donnersberg kommt. Genau. Macht's gut. Gleich. Bleibt euch gewogen, euch selbst vor allem.
Nachts schlagen sich die tiefsten Wunden. Kein Tod, auch der schäbigste nicht, dient als Vorbild. Vertaner Mut, vertane Hoffnung, vertanes Kommen eines unbekannten, unerreichbaren Schattenspiels, das Lachen von Bild zu Bild eilt und doch niemals ankommt. Strohdürrer Hunger häuft seine Lehrschriften den frei erfundenen Zuschauern über das Haupt, doch vor Ekel wendet sich das Totenreich ab, denn zu einfach, zu billig ist ihm der ungebetene Besuch auf krummen Rattenfüßen geraten. Ausgestopft erscheinen die am Zutritt pochenden Seelen, gelähmte Stimmen, die grundlos unter Sternenwind verwehen. Mürbe Denkmäler, niemandem zu gedenken, richten über der schmierigen Zärtlichkeit ihre Glieder auf, um ruhmlos in Hohlwegen voller Asselweben zu verschwinden. Im Zwielicht dieser Begegnung sammeln sich die sprachlosen Männer, denen man die Bartracht geraubt hat. Kein Zwiespalt mehr zwischen Verlangen, Vermögen und Rausch, den Dämmen der Küste, die die Flut leicht übersteigt. Dumme Bücher schreiben dem Land, du bist dumm. Nur das lernt der Wald, zerreißt die frech liegenden Blätter und stopft sie unter das aufgeschüttete Stroh, ein heiliges Engelsgewand oder einfach weißen Schnee, darin sich der Glauben an edle, vom Himmel herabkommende Schwerter der Buße und Rache bettet. Salz knirscht unter der Rossadecke, Schnee blinkt über den verwehten Wegen. Frostklamm schaben die Pfoten und schnauzen die Decke auf, um die aus der Milchstraße tröpfelnde Milch zu fangen. Schlamm und Kot ducken sich in die Wegesgräben und Rillen der Wagenräder, die sich in die Ödnis verirrt haben und in trüben Strömen versinken. Hier stehen keine Bäume der Erkenntnis, unter deren Kronendach man Engel träfe oder eine Schlange statt eines Apfels. Spaltschädel strecken ihre Masken vor, betäubt vom kraftstrotzenden Wein. Auch in alten Beinen und Bäuchen lodert das Feuer, mit Wut den Garten der Gnade zurückzuerobern. Schäfchen aus Zucker, Kätzchen aus Wolle, Falken aus Marzipan, die starken Nacken und Brustfedern der Kornweihe sollen dort ewigen Frieden schaffen und schaffen doch Wankelmut und Unfrieden unter dem Dach. Die Witternasen brechen den Wind, strecken die Flügel gegen das Wetterleuchten, heften sich schutzsuchend unter den Schwingenschlag der Bulldog-Fledermaus, die zirpend durch die Staubspaden der Nacht huscht. Vom Knarren der Federn erschrickt selbst die Fliegerin und das Werkzeug sinkt willenlos in Schlaf. Ihre Geschwister zetern nur einen Wimpernschlag gegen die letzten Atemzüge des Mondes, bevor die Räder des Himmelshauses zusammenklappen. Die Naschereien betäuben die grimmig hochgeworfenen Wulste und streuen ihr Gift über den nassen Matsch unter Kralle und Pfote. Noch hüpfen die letzten Schneeflöhe aus dem verstorbenen Winter durch das Leuchten des Bleilichts. Selbst ihnen kommt der Frost zu frostig, dass der Nasenbügel droht, an den Backen festzufrieren. Schleier aus Schwitzdunst schweben sanft schaukelnd über dem Totenacker, die Toten wärmend. Fahler Lichterbrei bricht sich über Soden und Korn, dem Mürbegebäck aus Sternenmehl. Und ist endlich Ruhe über den Wipfeln aus knochigem Haar, so streicht die Finsternis über die Helle, den Hahnenkamm aus Morgen wie Abendröte.
hab manche Sachen geschlickt. Hat Hartwürchen ein Maul verschanzt. Von Brennhusbeeren ist ein Bäuser dick getanzt. Aufgequollene Würmermolke, eine Schleim geschickt, hat sich mein Sackkrabbel auf Rinnensand erkoren. Vom Schlund brennen. Als Wattwürmchen, die fraßlos ausgeloren. Das heißgewirkte Blasenwasser ausgestoßen und damit seinen Quittenblattwerk einzusoßen, der einzig seinen Sauerhahn austreibt. Wattwürmchen bleibt froh, der Runde weit. Die Leichen damit Stränge verheddern sich im Wackengrund, verschlingen Gichtknoten im Meeressund. Wie Sauerteig im Holzberg droht, beschlissen schöne Blasen wirft, Kreiswarturm, Grasfüßeln, sein Salzgeschäft. Wenn er den Spittelleute trunk, er schläft, fällt sich sein Kot im Wattgesäft. Hosenglatz und Speckbauchwampf bedecken schamhaft seine Hodenlammheit, die eine erbsgefüllte Schweißblase bepoltert. Im harten Schlag von Flut und Ebbe hebt Wattwurm seine Buhlenschleppe, mampft Bingelkraut und Beinheilmus, schlingt ums Karnickelloch den Humpelfuß. Die Dämpfigkeit des Wattenschlammes umschwert den Mief des Stoppelbartenkammes. Der Eselsrücken rund gekrümmt ist in den Schankerbeuleneiter eingetrimmt, damit der Wattwurms Flimmerhärchenmauser mitbestimmt, vom Wurm die Räude und die Schafpocken fortnimmt, die er im wackelnden Morastirrgarten in Schüsselchen mit Schwarzlinsen verliest. Im nudelschlingernden Schlupfröhrchen schleimt Wattwürmchen die Schneckenschwarten durch Wortgeröll und Kuttellauf gebriest. Bußlieder brummelnd und mit aufgestellten Hasenöhrchen schmatzt Wattwurm sich durch Deichborgs Kot. Er öffnet seine Flohtüte, schmiert sich ein Krebsschmalzbrot. Drauf muss er einen Kuhfurz fahren lassen. Ein Stinkewind, der gräulicher kaum muffen kann. Zum Arschwisch nimmt er Flunderbrassen und wirkt noch Rabengalle an. Ein Tröpfchen Waltal gärt den Magen. Schleimkrötig und Fledermaus befettet, ist der Krabbelwühlschlauch ohne Klagen fest auf Knorpelwurm entsteiß gebettet. Um seinen Boxgestank zu mildern, geht er noch Wattkohlstrunken schmelzen, ein Fätzchen Drillsack über seine Fratze stülpend, im Soßennapf des Brackenwatts fortwildern, den Brustharnisch in Hornfett dick verpelzen, im Schwanz mit toten Aufgräten aufgewärmt, ein Gurgelliedchen chilpend